Waren es Kriege, Epidemien oder aber lag es an der Fruchtbarkeit, dass die Neandertaler vor rund 40.000 Jahren von der Erde verschwanden? Die Antwort ist uns die Forschung bis heute schuldig geblieben und die Gründe für das Verschwinden unserer eiszeitlichen Vetter weiterhin ein riesiges ungelöstes Rätsel. Ein französisches Forschungsteam hat jetzt Modellrechnungen dazu angestellt und präsentiert einen überraschenden Erklärungsansatz. Warum genau also sind unsere Steinzeit-Cousins ausgestorben? Klicks und Science Fiction, hier gibt's täglich faszinierende Science-Videos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Herzlich willkommen. Fest steht, die Neandertaler sind als eigenständige Menschenart vor rund 40.000 Jahren ausgestorben. Das Einzige, was von ihnen übrig geblieben ist, ist ein kleiner Prozentsatz von ihnen im Erbgut des Homo sapiens. Sie haben sich also mit unseren Vorfahren vermischt. Doch was genau führte zu dem Verschwinden unserer Steinzeit-Cousins? Dazu gibt es viele verschiedene Theorien. Wurden sie etwa von unseren Vorfahren ausgerottet oder war eine Massenepidemie der Grund für ihr Verschwinden? Auch ein Klimawechsel wird manchmal als eine mögliche Ursache genannt. Klar ist nur, dass ihr Verschwinden zeitgleich mit der Ankunft des modernen Menschen, dem Homo sapiens, auf dem Kontinent zusammenfiel. Fachleute gehen zudem davon aus, dass die Neandertaler zwar nicht mit einem Schlag ausgestorben sind, dies jedoch innerhalb einer relativ kurzen Zeitspanne von etwa 10.000 Jahren oder weniger passierte. Laut der Anthropologin Silvana Condemi aus Frankreich ist dies ein Argument gegen das Aussterben aufgrund eines Ausrottungskrieges zwischen unseren Vorfahren und den Neandertalern. Ihr Aussterben in mittlerer Geschwindigkeit spricht zudem auch gegen Epidemien oder einen Anstieg der Erwachsenen- oder Kindersterblichkeit als Ursache. Ein französisches Forschungsteam hat jetzt einige Erklärungsansätze in Modellrechnungen genauer durchgespielt. Dafür haben die Fachleute verschiedene Parameter mit in ihre Analyse einbezogen, unter anderem Daten zur Migration und Fruchtbarkeitsraten von modernen Jäger- und Sammlergruppen, großen Affen und die Datenlage aus bereits existierenden Studien zu Neandertalern. Demnach könnte das Aussterben dieser Gattung dadurch begründet sein, dass die Fruchtbarkeitsrate bei den jungen Neandertalerinnen über mehrere tausend Jahre hinweg leicht zurückgegangen ist. Laut Silvana Condemi passt dieser Erklärungsansatz zu dem relativ kurzen Zeitraum ihres Aussterbens. Demnach sei der Rückgang der Fruchtbarkeitsrate zwar sehr gering, aber erreicht über einen langen Zeitraum, um den Neandertaler aussterben zu lassen, so Condemi. Die Fachleute spekulieren, ob dabei indirekt auch die Ankunft des Homo sapiens eine Rolle gespielt haben könnte. Denkbar sei es beispielsweise, dass unsere Vorfahren Konkurrenten bei der Nahrungssuche gewesen seien. Die Aufnahme von weniger Kalorien kann nämlich negative Einflüsse auf Schwangerschaften haben. Um diesen neuen Erklärungsansatz zu untermauern, sind aber weitere fossile Funde unabdingbar. Von diesen existieren derzeit nur sehr wenige, was die Forschung in diesem Bereich extrem erschwert. Erst Anfang des Jahres hatte ein Paläontologie-Team einen fossilen Fußabdruck in Gibraltar entdeckt, der möglicherweise von einem Neandertaler stammen könnte. Mehr Klicksum gibt es ab sofort bei Klicksum Nature. Bitte abonniert den Kanal hier draufklicken und unterstützt mich dabei, Umweltthemen hier auf YouTube mehr zu verbreiten. Vielen, vielen Dank. Bis dann. Bleibt dran.